So, ich fahre heute den Müller-Tal-Trail. Allerdings muss ich ein bisschen langsam machen. Da es ja wirklich viel geregnet hat und alles sehr matschig und rutschig ist. Oh, dicke Schnecke. Ja, mein Gepäck ist auf dem Campingplatz in meinem Zelt. Und ja, ich denke, das kann ich auch ohne Probleme dort lassen. Ich habe eh nicht viel im Zelt, außer meine Klamotten. Laptop habe ich sowieso mit dabei. Kamera auch. Okay. Na dann. Ah, sieht auf jeden Fall echt rutschig aus hier. Es ist ja eigentlich schon 12 Uhr mittlerweile. Und es ist auch echt gut, dass die Kamera nicht auf mich zeigt gerade. Ich bin schon die ganze Zeit am Gähnen und ich werde heute einfach nicht wach. Schon wieder. Wahnsinn. Und ja, ich habe ein bisschen Angst, weil wenn später die Berge kommen, naja, spätestens dann werde ich wahrscheinlich wach sein. Naja, gut, dass ich mich eingecremt habe, weil hier der Sonnenbrand an meiner Hand, der geht nicht weg. Auf jeden Fall Sonnenbrand am Arm und auf der Nase. Und der geht einfach nicht weg. Wahrscheinlich wegen dem Antibiotika bleibt es jetzt einfach für immer, habe ich das Gefühl. Wow, sieht so toll aus hier. Boah, ich hätte richtig Lust, hier den ganzen Tag zu verbringen und Videos zu machen. Aber dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr viel Mountainbike fahren. Sieht echt traumhaft hier. Mann, ist das schön hier. Boah, schaut euch das an, ey. Das ist ja Wahnsinn. Musik.
Definitiv bin ich jetzt nicht mehr müde, weil ich so geflasht bin hier. Sieht so toll aus. Wahnsinn. Ich hoffe, die Brücke ist safe, ey. So, dass da irgendwie durchfahren. Die Fahrt hier ist jetzt ein bisschen anstrengend, weil es teilweise hochgeht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Schaut euch das mal an. Das ist schon beeinträchtigend. Hier ein kleines Flüsschen. Also wirklich eine schöne Gegend. Das war jetzt hier so der ganze Weg mit den Felsen. Richtig cool. Ich glaube, jetzt wird es interessant. Ich bin eben schon kurz abgestiegen, weil Felsen nach oben fahren ist dann doch nicht so meins. Also wenn man es kann, macht es ja Spaß, ne? Aber ich kann es halt nicht. Aber ich gebe mein Bestes. One day. Schon wieder. Okay, also wer hier hochfahren kann, der hat meinen Respekt. Ich kann kaum hochlaufen. Also ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt drüber mache. Hier ist nämlich ein Fluss. Aber Wanderer haben eben gesagt, dass das nur ein kleines Stück ist. Aber ich schaue mir das erstmal an. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob ich da mit dem Fahrrad rüberkomme. Ein kleines Abenteuer. So, it's gonna be interesting.
So geil. I like it. Was man nicht alles mitmacht. Was ein Abenteuer. Hier bin ich gerade mit meinem Fahrrad durchgelaufen. Und so geil. Ich bin nicht ins Wasser gefallen. Ich bin noch trocken. Sieht schon geil aus. Kannst du einfach nicht. Hier bin ich gestartet, dann, ich glaube, irgendwie hier unten rum, hier hoch. Ja, und jetzt sind wir in Beaufort oder sowas. Eieiei, sau klitschig hier. Wurzeln, 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 Wurzeln. Hat ich mir aber auch die Wurzel. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Passage ausgesucht. So, wem von euch kommt dieses Teilstück bekannt vor? Also mir kommt es verdammt bekannt vor. Ja, ich war hier nämlich erst vor ein paar Stunden, gestern Abend. Ach ja, ich freue mich, es nochmal fahren zu dürfen, ohne Gepäck und ohne Regen. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, jetzt könnte ich eigentlich nach Hause fahren. Die Batterie von der GoPro war vorhin auch leer gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ein gutes Zeichen, doch heimzufahren und das andere Teilstück einfach morgen zu fahren. Weil ich wahrscheinlich eh nach echtes. Ach, wie heißt das Kaffee? Genau, nach Echternach möchte und von daher, ja, also meine Beine waren auch echt müde gewesen und ja, deswegen bin ich jetzt nach Hause gefahren und jetzt bin ich auf dem Kinderspielplatz, auf dem Campingplatz, weil hier das WLAN am besten ist und ich werde jetzt hier noch ein paar Kommentare auf YouTube beantworten, vielleicht da noch ein Video schneiden. Und dann lasse ich den Tag heute gemütlich ausgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.